Moin Leute, hier kommt ein kleines Update zu meinem R2D2-Projekt. Naja, klein wird es vielleicht, glaube ich, gar nicht, denn es ist wirklich eine ganze Menge passiert. Ich habe ein bisschen was zu erzählen. Für alle die das erste Video nicht gesehen haben, ich habe mir vor ein paar Wochen 3D-Drucker gekauft und habe irgendwie in einem Anfall geistiger Umnachtung den fixen Gedanken gehabt, dass ich mir einen Star Wars R2-D2-Droiden in Lebensgröße, also 1:1, selber drucken möchte. Ja, und das Ganze, das halte ich hier so ein bisschen in so einem kleinen Videotagebuch fest, weil es mir auf der einen Seite einfach Spaß macht und ich festgestellt habe, dass diese ganze 3D-Druck-Community extrem hilfsbereit ist. Das heißt, meine ganzen Pannen und Unfälle, die ich hier präsentiere, da gibt es dann meistens auch so ein paar Hinweise von euch, um das Ganze dann wieder etwas besser auf die Reihe zu bekommen. Ja, und beim ersten Video habe ich auch echt viele Kommentare von euch bekommen, ganz, ganz viele Hinweise. Auch der ein oder andere, der dann geschrieben hat, ich glaube, ich gehe dieses Projekt auch mal an mit dem R2-D2. Also das war schon mal sehr gut, also da definitiv einen dicken, fetten Dank. Ja, das letzte Video ist jetzt ungefähr so 11 Tage oder 12 Tage her, so, ach sagen wir 14 Tage. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, es ist viel passiert, Lernen durch Schmerzen. Ja, beim 3D-Druck, da ist halt die Lernkurve sehr steil und auch die Erfolgs- und die Frustrationskurve, die sind auch sehr steil. Das heißt, am Anfang, da geht das, oder ging das zumindest bei mir, so nach oben. Und dann ging das so nach unten und ja, und wenn man dann irgendwann da unten ist, dann geht es nochmal nicht wieder so hoch, sondern dann geht das so ganz langsam wieder hoch, in der Hoffnung, dass man dann irgendwann mal auf so ein gewisses Level kommt. Ja, was ist alles passiert? Was ist bei mir in die Hose gegangen? Natürlich kam von euch berechtigterweise der Hinweis, Paddy, PLA, keine gute Idee, nimm PETG. Ganz einfach deshalb, weil PLA in der Hitze schmilzt. Also so irgendwo um die 60 Grad herum schmilzt das. Ja, und da ist natürlich der Gedanke naheliegend, wenn man seinen R2-D2 in ein schwarzes Auto hinten reinstellt und das bei den aktuellen Temperaturen dann irgendwie 20 Minuten in der Sonne steht, dann hat man einfach nur noch einen Haufen Plastikmatsche im Kofferraum rumliegen. Ja, ich habe damit ein bisschen experimentiert, auch mit dem PETG. Ich habe mir eine Rolle PETG bestellt. Ich muss aber sagen, dass ich damit nicht ganz so gut klarkam. Also da muss ich noch ein paar Erfahrungen sammeln. In erster Linie hatte ich da so ein bisschen Probleme mit der Haftung am Druckbett. Heute weiß ich, dass das wahrscheinlich nicht nur am PETG lag, sondern auch noch an diversen anderen Baustellen, von denen ich zu erzählen habe. Nichtsdestotrotz habe ich mich mittlerweile dafür entschieden, in dem sogenannten PLA Plus weiter zu drucken. Welches das genau ist, verlinke ich mal unterm Video. Aber ich habe da natürlich dann auch mit dem Matthias Schweighofer mal drüber geschnackt und der druckt seit Jahren alles in PLA. Der baut auch sehr viel so Requisiten, allen möglichen Krempel, der auch im Einsatz ist bei Fotoshootings, bei Filmen und ähnlichem. Oder er sagte eben, ist halt noch nie irgendwie was weggeschmolzen. Aber dachte ich mir, hier, Paddy, Jugend forscht. Also ich einfach mal 2 Stücke genommen, normales PLA und PLA Plus, ins Auto gelegt. Draußen knapp 35 Grad, ein schönes schwarzes Auto auf das Armaturenbrett. Und dann mal so eine Viertelstunde gewartet. Tja, und ich muss sagen, es ist wirklich weich. Also das PLA noch weicher als das PLA Plus, aber beides halt so, dass man es nehmen kann und verbiegen. Aber gut, dachte ich mir, die meisten Leute wissen, dass man seine Babys nicht bei der Hitze im Auto lässt. Ja, und so ein R2-D2 wird halt so ein Baby. Also machen wir es mal ein bisschen realistischer. Raus aus dem Auto, einfach auf die Terrasse. Das heißt, wenn man jetzt wirklich bei dem Wetter ein Fotoshooting oder Video dreht und der soll dabei sein und der steht halt eine Zeit lang in der Sonne. Also habe ich einfach 2 Drucke, PLA, PLA Plus, auf die Terrasse gelegt. Ja, und das ist schon ein ganz anderer Schnack, weil da wird es halt nicht 60 Grad warm. Es wird auch gut warm und das hat dann aber schon deutlich länger gedauert. Also da musste ich halt die Teile schon irgendwie so 1,5 Stunden wirklich in der Sonne liegen lassen, bis die dann anfingen, so ganz leicht weich zu werden. Und da hat sich halt gezeigt, dass das PLA Plus dann auch
nochmal einen Tacken stabiler ist als das normale PLA. So gesehen, ich bleibe jetzt bei dem PLA Plus, ist vielleicht nicht das allerbeste Material, aber es ist zumindest vom Handling her relativ einfach. Ja, und das war aber eigentlich noch nicht so das größte Problem. Los ging es dann irgendwie, ich hatte ja mit dem Matthias so einen kleinen Instagram-Live-Talk und habe mir dann auch noch ein Silent Board bestellt. Ja, und als ich dann dieses Silent Board eingebaut habe, dazu gibt es dann übrigens auch ein Video von dem Matthias. Und in dem Video weist er darauf hin, macht euch Fotos von den Kabeln, seid vorsichtig beim Abziehen. Die sind alle verklebt. Diese kleinen, dünnen Käbelchen oder Kabelchen oder kleine, dünne Kabel, die reißen halt leicht. Ja, da habe ich natürlich alles gemacht. Ich habe diesen Kleber abgepult. Ich war ganz vorsichtig beim Abziehen der Kabel. Das Problem ist nur, was der Matthias in seinem Video nicht sagt, ist, wie man diese Stecker rausbekommt, wenn man einfach viel zu dicke Finger hat und an diesem Board überhaupt kein Platz ist. Mit der Zange rutschst du ständig ab von den Steckern. Und dann habe ich es halt mit dem Finger probiert, bin mit dem Finger auch abgerutscht. Und Ende vom Lied, ein Kabel abgerissen. Natürlich das Allerdünnste überhaupt. Ja, scheiße. Aber, was soll's. Also geguckt, solche Stecker besorgt. Mittlerweile weiß ich auch, dass die JST-Stecker heißen. Ich hasse die Dinger. Das sind diese kleinen, fitzeligen Mikrostecker. Und aber dank Amazon Same Day Delivery kam dann am Abend ein Set mit einer Crimpzange und irgendwie 1000 von diesen Steckern an. Und dann habe ich mir erstmal da dran gemacht, das Ganze zu reparieren. Das geht auch alles. Aber wenn ihr irgendwann anfangt, mit diesen winzigen JST-Steckern rumzukrimpen, übt das vorher. Verbratet lieber ein paar, das muss man halt 2-3 Mal gemacht haben. Denn das Problem ist, diese Kabel in dem Ender 5 Plus, den ich habe, die sind jetzt nicht so üppig, dass man da mehrere Versuche hat. Man hat ziemlich genau einen Versuch, dort einen neuen Stecker dran zu krimpen. Das heißt, einmal sauber abschneiden, abisolieren, neuen Stecker drauf und dann passt es so gerade noch. Ja, aber lief danach. Also man ist dann ja auch so ein bisschen stolz und verleiht sich erstmal selber die bronzene MacGyver-Medaille. Aber abwarten, die silberne, die habe ich auch noch bekommen. Denn es gab dann ja von euch so einige Hinweise auch, dass ich wahrscheinlich ein Problem mit dem Extruder habe. Also für alle, die sich nicht mit 3D-Druck beschäftigen, der Extruder ist einfach das Gerät, was das Filament weiter schiebt, also fördert und dafür zuständig ist, dass man einen gleichmäßigen Fluss an Material hat. So, und wenn mit diesem Extruder irgendwas nicht stimmt, dann kann das einfach unheimlich viele Probleme nach sich ziehen. Und das war bei mir auch so. Ein Hinweis von euch war, ich hatte so kleine Löcher oder Spalten an den Lochbohrungen von den Teilen, die ich gedruckt hatte. Und da war so der erste Hinweis, Mensch, du hast eventuell ein Problem mit der Unterextrusion. Ja, und dann kam auch so, ja, irgendwer sagte, du musst deinen Extruder kalibrieren. Und irgendwann kam ich da auf den Marcel. Der hatte mich angeschrieben und hatte mir einen Link geschickt, wie man Extruder kalibriert. Mir noch ein Tool geschickt, Prontaface heißt das. Ich will da nicht zu tief ins Detail gehen, weil das ist echt schon ein geiler Nerd-Scheiß. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, meinen Extruder zu kalibrieren. Und der Marcel, also da an der Stelle wirklich mal ganz, ganz fetten Dank. Der hat mir also auch richtig viel geholfen. Extruder kalibriert, aber irgendwie das Druckbild war trotzdem kacke. Und jetzt hatte ich ja mittlerweile schon so viel rumgebastelt. Ich hatte zwischendurch auch mal mit einer anderen Düse rumprobiert. Ich hatte meinen Schlauch ausgetauscht. Das Problem ist einfach, wenn man beim 3D-Druck so unheimlich viele Variablen verändert, was man natürlich nicht machen soll. Aber Leute wie ich tun es halt trotzdem, weil sie einfach immer denken, sie sind schlauer als das, was andere erzählen. Ist natürlich völlig falsch. Nein, immer nur eine Variable verändern. Lange Rede, kurzer Sinn, mein Druckbild sah halt einfach total kacke aus. Und dann habe ich halt mit dem Marcel wirklich stundenlang hin und her und er sagte, Mensch, das deutet alles irgendwie darauf hin, dass dein Extruder eine Macke hat. Denn was ich dann gesehen habe, ist ganz einfach, dass der Extruder beim Nachmessen, was der fördert, einfach unterschiedliche Werte rausgehauen hat. Ja, und dann
Also einfach Werkzeug geholt, Extruder auseinandergebaut und da war er. Oder da war es das Problem. Der Extruder war einfach gebrochen, beziehungsweise es war ein Teil gebrochen und zwar so ein kleiner Kipphebel. Und dieser kleine Kipphebel, der ist halt dafür zuständig, dass das Filament an das Zahnrad gedrückt wird. Also da ist ein kleiner Motor, an dem Motor ist ein Zahnrad. Dieses Zahnrad nimmt dieses Kunststofffilament mit und damit das aber richtig packt, ist da quasi so eine Andruckrolle von der Seite. So, und der Hebel für diese Andruckrolle, der war halt angeknackst. Und das hat natürlich einiges erklärt und sah natürlich auch total logisch aus oder klang logisch, dass das dafür verantwortlich ist, dass halt der Extruder unregelmäßig fördert. Ja, sowas, das passiert natürlich auf einem Freitagnachmittag, wo du keinen Ersatz bekommst. Und das habe ich geguckt, selbst Konrad Elektronik, die hatten sowas auch nicht. Und dann willst du aber natürlich das Wochenende überdrucken. Und erster Gedanke ist, Paddy, mach keinen Scheiß, warte lieber auf ein Ersatzteil, verschwende jetzt nicht dein Filament. Der zweite Gedanke ist, ach, leck mich am Arsch, ich will jetzt hier drucken. Und dann habe ich einfach Sekundenkleber genommen, 2 Tropfen dran. Und, oh Wunder, paar Tropfen Sekundenkleber, Extruder geklebt, paar Minuten gewartet, wieder eingebaut. Und es war eine völlig neue Druckwelt. Also das Druckbild sah wieder richtig schön aus. Also richtig tippitoppi. Und er druckt und druckt und druckt. Jetzt gerade ist halt mein bisher größtes Teil im Drucker. Ist ein Druck von 24 oder 25 Stunden und alles mit dem geklebten Extruder. Ja, ich weiß, don't try that at home, aber irgendjemand hat mal gesagt, manche Fehler muss man halt einfach selber machen. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab dann nochmal so ein paar Haftungsprobleme, da habe ich dann auch nochmal mit dem Marcel paar Stunden hin und her geschrieben. Der hat mir dann nochmal beim Leveln ein bisschen geholfen. Das heißt, auch bei dem ganzen Thema Leveln, da habe ich, glaube ich, nochmal Fortschritte gemacht, so dass jetzt auch meine erste Schicht, die natürlich dafür wichtig ist, dass das Druckteil auf dem Druckbett haftet, dass die halt jetzt auch wirklich richtig gut aussieht. Ja, und was ist denn jetzt eigentlich der Fortschritt? Also, ich habe nicht so wahnsinnig viel geschafft, weil der Drucker halt nun auch stand. Den Ring hatte ich euch schon gezeigt. Den habe ich jetzt nochmal neu gedruckt in dem PLA Plus. Wo aber sich endlich mal was zeigt, ist halt hier bei dem Dom. Teil 5 druckt gerade. 4 Teile sind fertig. Und ich muss sagen, die sind richtig schön geworden. Also ich habe keine extrem hohe Auflösung gewählt. Das heißt, wir haben hier natürlich noch ein bisschen raue Oberfläche. Aber es ist trotzdem eine sehr schöne Oberfläche. Und es sieht natürlich so schon gut aus, was mir nichts bringt, weil das Teil natürlich hinterher geschliffen und lackiert wird. Aber was ich echt mal sagen muss, der Typ, der Michael heißt er, glaube ich, der diese Druckdateien entworfen hat, der hat halt echt geiles Zeug gemacht. Also erstmal diese ganzen Einzelteile, ihr seht das, ich habe die jetzt erstmal hier mit Schrauben verbunden. Das wird später noch geklebt, aber diese ganzen Löcher, das ist alles schon fertig. Außerdem drucken diese Einzelteile alle ohne irgendwelche Stützstrukturen. An den Stellen, wo vielleicht doch mal ein bisschen Support nötig ist, da hat er schon in die Druckdatei was eingebaut. Also hier seht ihr das. Die werden nachher rausgebrochen. Wenn man da genau hinguckt, sieht man, dass die halt auch nicht komplett hier verbunden sind. Das heißt, da ist nur so, sind nur so 2, 3 Pinörkel, die das Ganze halten, so dass man das nachher wunderbar rausbrechen kann. Also die Druckdateien, die sind echt extrem gut. Es ist eine tolle Anleitung dabei. Also das ist wirklich etwas, was auch Spaß macht. Das heißt, das ist nicht so ein Stochern im Nebel, was man da machen muss, sondern es ist zwar ein extrem ambitioniertes Projekt von der Größe der R2, aber es sieht nicht so aus, als ob man das nicht schaffen kann. Ja, ich werde jetzt erstmal die Teile hier für den Dom fertig drucken. Irgendwann gibt es halt noch ganz viel Kleinteil. Also hier kommen noch überall so Panels, Klappen und so weiter rein. Ja, und ich würde sagen, wenn ich dann den Dom irgendwann
fertig gedruckt habe und das in absehbarer Zeit passiert, dann werde ich mich mit einem weiteren Update melden. Ich freue mich natürlich auf eure Kommentare dazu, Hinweise auch wieder, Anregungen, was man da wie auch immer machen kann. Und ja, sage erstmal bis dahin Tschüss aus Paddys 3D-Druckstudio.